Heute gibt es ein ganz anderes Video, ganz spontan, denn ich habe hier Camper gesehen. Na, jetzt noch nicht so aufregend. Doch. Warum? Denn es sind nicht irgendwelche Camper, es sind ganz spezielle Business-Camper. Das sind nämlich die Top-Athleten, die die Gleitschirmszene so zu bieten hat. Denn hier findet das weltweit spannendste, größte, krasseste Rennen, der krasseste Wettkampf statt, den diese Szene zu bieten hat. Und da habe ich mir gedacht, da halte ich doch gleich mal an und guck mal rein, was es da alles so Interessantes zu sehen gibt und ob ich vielleicht den einen oder anderen interviewen kann. Und noch viel wichtiger, ob ich mir den einen oder anderen Camper anschauen kann, wie die Jungs so ausgestattet sind, auf was die so Wert legen, wenn du als Spitzensportler bei so einem Rennen unterwegs bist. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht, ich würde schon fast sagen, so ein kleiner Traum von mir als Fanboy in Erfüllung. Denn ich bin hier einfach durch Zufall vorbeigekommen, ihr habt es ja gerade schon mitbekommen, und hier finden gleich die Red Bull X-Alp statt. Und das kann ich euch nur empfehlen anzugucken, denn hier fliegen wirklich die besten Athleten aus der ganzen Welt im heißesten Wettkampf, wie ich meine, und schauen mal, dass sie alles nur zu Fuß und mit Fliegen schaffen und das über viele, viele Tage. Aber das Ganze erkläre ich euch gleich in Ruhe. Ich kann euch dieses Video heute gar nicht großartig in Kapitel unterteilen, weil ich noch gar nicht wirklich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass ich jetzt plötzlich mittendrin stehe. Die Jungs und Mädels bereiten sich gerade alle auf den Wettkampf vor und sind hier in der Nähe von Kitzbühel. Und ich stehe jetzt gerade neben André und den habe ich auch gerade kennengelernt. Der ist nämlich direkt neben mir gelandet. Da habe ich ihn flugs angesprochen. Und eins habe ich schon wieder gelernt: Wenn du mit den Leuten redest, das ist einfach geil. Und schon stehe ich hier. Ich wurde eingeladen, heute die Nacht mit ihnen zu verbringen. Wir essen jetzt zusammen. Und er will mir einfach ein paar Einblicke geben. Und ich darf mir mal ein bisschen sein Auto anschauen, mit dem er unterwegs ist. Und ich habe jetzt hier schon auf dem Campground schon ganz viele andere kennengelernt. Und ich glaube, wir werden heute viele interessante Leute kennenlernen und vor allem auch tolle Fahrzeuge. Also wenn du sagst, boah, geil, dann bleib sehr, sehr gerne dran. Ich freue mich jetzt auf alle Fälle drauf. Ich gehe jetzt erstmal was essen und schaue mich hier mal ein bisschen um. Und euch nehme ich sehr gerne mit. Da ist er, der André. Hey, freut mich riesig. Servus. Du bist so gastfreundlich, das ist wirklich toll. Du kommst hierher, sagst, penn hier, bleib hier, iss mit mir. Das ist ja Wahnsinn. Ja, so ist das nicht. Man muss einfach, sharing is caring. Und ich glaube, geil. Unsere Menschheit ist jetzt so geldorientiert und wir verlieren eigentlich ein bisschen diese Verbindung, einfach teilen und Sachen zusammen machen. Unsere Gesellschaft ist leider ein bisschen egozentrischer geworden die letzten 3-4 Dekaden. Und es ist schön, wenn wir hier an den Camping, es ist so ein einfach Top-Wettbewerb, aber mit vielen Athleten, wir verbrauchen Zeit und wir sind einfach Freunde. Und das ist halt das, was auch schön ist. Das hätte ich auch ehrlicherweise als Fanboy nie gedacht, dass ihr alle so eine Community seid. Ich dachte, ihr seid da eher ein bisschen harter Wettbewerb, keiner darf sehen, was der andere macht und so weiter. Aber ihr seid echt eine coole Community. Ja, wir sind 32 Athleten und logischerweise, wir sind alle Charaktere und nicht alle machen gleich. Aber ich glaube, wir halten zusammen. Mhm. Dann beim Wettbewerb vielleicht nicht so unbedingt. Wir sind einfach Klar. Dann ein bisschen mehr egozentrischer, aber es ist schön und es hat auch etwas zu tun mit Paragliden, nicht? Dass beim Paragliden oft sieht man, dass es auch eine Community ist. Mhm. Jetzt fangen wir aber mal ganz vorne an. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Seit wann fliegst du? Warum bist du im Camper unterwegs? Schieß mal los. Viel zu viel. Ja, wir machen so, gut, das ich mache es kurz. Ja. Mein Name ist Ondra und ich bin 37 Jahre alt. Du hast jetzt ein bisschen nachdenken müssen, gell? Ja, weil die Älte ist nicht so wichtig. Und alle anderen Leute nicht. So, 37 Jahre alt. Ich fliege seit 2010. So, es ist ungefähr 13 Jahre lang. Ich fliege alle die Disziplinen, akrobatisches, Kunstfliegen ist meine Hauptdisziplin, fast quasi, wo ich auch die Wettbewerbe gewonnen habe. Aber Hike and Fly ist auch meine Liebe. Ich habe so einen Wettbewerb wie Red Bull X-Alps dreimal wie ein Support gemacht. So, ich war eigentlich beim Fahren, beim Hilfen, beim Tragen und alles. Und diesmal mache ich es wie ein Athlet. Geil. Und schau mal. Sonst, ja, ich wohne an die Kanaren, das ist auch schön für dich, du musst auf einmal kommen, weil das ist gerne. Campen optimal. Mega schön, ja, war ich sogar schon mal, ja, geil. Und beim, ich weiß nicht, war so Meliero? Nein, das ist nein. Unsere Insel, der klein ist, so 6.000, 7.000 Einwohner, so ganz klein, aber nicht so bekannt, ganz wild, schön zum Campen, unglaublich. Es ist stark. Etwas, das du noch
Habe ich noch vor mir. Erfahren muss. Du jetzt, also ich bin ja ein Campingkanal, das habe ich dir ja gerade erzählt. Genau. Und jetzt sehe ich ja hier die ganzen Camper, das wäre für mich mega interessant. Ist das dein Camper? Bist du immer mit dem unterwegs? Oder ist das jetzt nur für den Wettkampf für dich? Wie läuft denn das bei euch? So eigentlich, dank Bürstner habe ich diesen Camper bekommen, wie ein Sponsoring-Deal. Ach so, okay. So ist eigentlich ein Austausch sozusagen. Wir haben gesucht, so etwas, das richtig durch den Gegend einfach fahren kann, weil beim Red Bull X-Helps wir haben ziemlich eine lange Strecke und die Strecke muss man einfach zu Fuß oder beim Fliegen machen. Ich wie ein Athlet, aber mein Supporter-Team, die wollen immer einfach dabei sein, dass ich immer halt Essen, Wasser, Kleidung, Ersatzsachen habe. Das heißt, dass wenn ich so ein Support und so ein Auto nicht hätte, ich musste dann einen Rucksack mit 15 bis 20 Kilo trage mit Zelt und Schlafsack. Aber so habe ich mein Bett drinnen, so habe ich all die Sachen drinnen und es ist ein Vorteil, dass wir den Offroad-Van haben. Den Allrad meinst du, ja? Weil dann die Supporters können folgen, auch da, wo die Routes, die Straßen halt nicht so schön sind. Das heißt, auch wenn es regnet oder sogar schneit, es kann sein, dass wir irgendwo campen, wo 2.500 Meter Hochstraße gibt und dann ist schon einfach so ein Auto ganz klug zu haben, weil wir sind bereit für alles. Eigentlich so ein Wettbewerb plant man viel, aber man kann nie wissen, wie was endet, wo wir schlafen, wo wir starten, wo wir landen. Und das heißt, dass man optimalerweise hat so ein Auto, dass man wirklich immer weiß, okay, ich komme dahin, ich fahre dann weiter. Und wenn du siehst, alle diese Campers, die hier sind, es ist schon auch für dich ganz interessant, weil es gibt einfach so eine riesige Menge von unterschiedlichen Möglichkeiten, von der California bis zu ein fettes Wohnwagen. Und an der Stelle möchte ich nur noch mal ganz kurz unterbrechen und euch erklären, was sind überhaupt die Red Bull X-Alps? Es ist ein Gleitschirmwettbewerb, so viel ist schon mal klar. Die Jungs und Mädels starten hier in Kitzbühel und müssen dann das Ziel am Zell am See erreichen. Das ist jetzt erstmal nicht so eine weite Distanz. Mit den Turnpoints, die jetzt aber dazukommen, ist das durchaus eine sehr große Distanz. Denn diese Turnpoints oder Wegepunkte müssen erreicht werden. Und das Ganze immer nur fliegerisch, also mit dem Gleitschirm, ohne Motor und gar nichts, also wirklich nur mit der Tüte über dem Kopf. Oder läuferisch, also man kann wandern, gehen, laufen, wie auch immer. Man darf nicht Fahrrad fahren, man darf nicht Auto fahren, gar nichts. Nur diese zwei Disziplinen sind erlaubt. Es gibt dann natürlich eine Menge Regeln dazu. Es gibt gewisse Vorschriften wegen Ruhezeiten in der Nacht. Es gibt aber auch Nightpasses, heißen die, also Pässe, wo man in der Nacht durchlaufen darf. Man darf nicht fliegen, aber man darf durchlaufen. Die muss man natürlich auch strategisch spielen. Und jetzt kommt's, es ist ein reines Strategierennen, denn je nach Witterungslage, je nach Wetter, also Winden und so weiter, je nach Gelände, je nach fliegerischen, aber auch läuferischen Können, ist es dann eben entscheidend, welche Route ich wähle. Denn die Route, die obliegt wieder jedem selbst, solange er eben diese Wegpunkte erreicht. Und das macht es so ultra spannend. Und da hat jeder so ein bisschen andere Strategien. Und man wird so nach 24 bis 48 Stunden spätestens merken, wie sich diese Strategien auswirken und wie sich dann dieses Feld verteilt. Jetzt können wir natürlich nicht bei jedem Einzelnen hinterherlaufen. Das wäre mir körperlich schon gar nicht möglich. Und deswegen gibt es bei Red Bull X-Alps eine Webseite mit einem Live-Tracking. Und hier kann ich immer meine ganzen Athleten verfolgen und kann sehen, laufen sie gerade, fliegen sie gerade, wo fliegen sie, wie machen sie das Ganze, machen sie vielleicht gerade Pause. Und es gibt auch noch eine ganze Menge medialer Berichte dazu und ich verlinke euch natürlich auch nochmal eine Playlist, wo ihr dann zum Beispiel auch nochmal einen Trailer von dem letzten Rennen sehen könnt. Das ist wirklich alles sehr spektakulär und macht richtig Spaß dazu zu schauen. Schaut unten einfach in die Videobeschreibung, hier ist auch nochmal die Webseite von den Red Bull X-Alps und dann guckt ihr einfach mal in dieses Live-Tracking rein. So, und jetzt machen wir aber wieder weiter mit dem André. Und am Endeffekt, man braucht etwas, das nicht so lang ist, nicht so breit ist, aber immer kann man drin noch stehen, kann man einfach, wenn es regnet, zu dritt, zu viert sogar ab und zu drinnen ziemlich gemütlich bleiben. So logischerweise, dein Camper ist länger, hast du mehr Stauraum, das wäre für uns sogar besser, aber dann ist schon ein bisschen komplizierter zum Fahren. Und das heißt, so eine Länge und Doppelbett eigentlich und eigentlich kann man nicht einen besseren Wahl machen.
Sag mal, darf ich mal so einen Blick reinwerfen? Ja, und dürfen wir mal gucken, was alles ist? Es ist besonders? Nicht sauber, ne? Es ist jetzt eine explosive. Hey, wir sind alle Camper. Ja, ihr habt was anderes zu tun als aufzuräumen. Das ist ja, mir klar. Wir räumen ab, aber heute war Fotoshooting und wir haben für Sachen gesucht. So, gehen wir mal rein. So, eigentlich, wie ich gesagt habe, von all diesen Erfahrungen habe ich die EcoFlow-Batterie genommen. Das ist zwar die 2 Kilowatt-Batterie, die ist nicht so riesig, schwer ist sie schon. Hey, warte mal. Du hast schon den neuesten Prototypen, sehe ich hier. Du Schlitzohr! Ja. Ja, der hat das Neueste vom Neuesten. Also, das Gott sei heißt, Dank. Aber die Qualität und die Größe ist unglaublich für 2 Kilowattstunden. Ja. Und so, das ist EcoFlow Delta 2. Und was das ganz ist sogar die Max, ist, ne? Ja, die Max-Version. Ja. Ja. Und warum? Weil ich weiß, dass ich immer mein Gerät schnell und einfach hundertprozentig sicher laden muss. Ja. Und wie ich dir gesagt habe, damals haben wir Handys kaputt gemacht beim Laden, die Fluggeräte und dies und das. So, eigentlich, ich bin sicher, dass so ein Gerät, ich bin kein Profi, aber ich bin sicher, dass so ein Gerät hat einen hochwertigen Inverter und Wechsler, glaube ich, Wechselrichter. Ja, Wechselrichter ist der mit der Sinuskurve. Genau. Und zusätzlich für mein Team, wir haben eine normale Gasküche, das, was in den Camper immer ist. Ja. Aber zusätzlich habe ich so ein elektrisches Kochgerät, wo ich backe und koche und wo mein Supporter eigentlich Brot backen würde. Und für mich logischerweise und für uns, für den Team. Nicht ihr für mich backt nur. Brot, wenn ihr unterwegs seid. Ja, wir backen das du den Jungs sogar beim Fahren ab und zu kann man Brot backen. Ja. Okay. Und klar, dieses Ofen hat nur 400 Watt Verbrauch, das ist eigentlich ziemlich ökonomisch und ökologisch. Aber trotzdem, wenn du dann 2, 3, 4 Stunden pro Tag mit so einem Gerät kochen würdest, ist so etwas zwischen Ofen und Slow Cooker, dann brauchst du ja mindestens 1 Kilowatt oder sogar 2 Kilowatt. So, ich wollte einfach einen Puffer haben, sozusagen. Und so haben wir das hier dank den EcoFlow bekommen. Also EcoFlow ist auch ein Sponsor von euch? Ja. Das ist ja geil. Die, überall siehst du die. Okay, ja, aber das war eigentlich meine Idee, nicht? Ja. So, meine Idee halt ist, dass erstes Mal, wenn ich mit anderen Firmen arbeite, wie Bürsten oder EcoFlow, ich will eine Firma haben, die einfach die hochwertigsten Produkte macht, weil dann, klar, ich mache Werbung, logischerweise, für diese Firmen, aber ich will logischerweise auch Werbung machen für eine Firma, die richtig gute Sachen macht. Die du geil macht, findest, gell? Ja. Okay. Und die auch macht Sachen, die ich richtig brauche. Weil wenn du dann was hast, das du nicht brauchst, nur weil du einen Sponsor hast, ist nicht so wichtig, nicht so cool. So, eigentlich die Batterie ist ein von den Hauptteilen für mein Setup. Ich habe noch eine andere kleinere. Hätte ich gar nicht dran gedacht. Ja? Und klar, eine andere Sache, du hast viele Outputs hier. Das heißt, ich muss dann jedes Abend oder meine Supporters müssen am Abend alle die Geräte laden. Das heißt, da gibt ein Fluggerät 1, Fluggerät 2, ein Garmin InReach Tracker, dann gibt ein spezielles Satellitentelefon haben wir. Das Krass. Ist auch ziemlich Wahnsinn. Aha. Das ist auch wegen unserer Sicherheit, dass wir einfach immer sicher sind. Aber dass diese Live-Tracking, diese Folgen immer 100% läuft, dass zwei Geräte gleichzeitig. Das muss man noch mal dazu sagen. Die Jungs werden, also die Jungs und Mädels, Entschuldigung, die werden ständig getrackt. Das heißt, du siehst im Internet immer, wer fliegt gerade, wo fliegt er, wer läuft gerade, wer macht Pause. Du siehst wirklich jeden Pups, den ihr macht, weil genau darum geht es ja. Ne? Weil genau. Ihr seid, wie lange seid ihr denn unterwegs ungefähr, meinst du? Ich meine, dieses Wettbewerb dauert 10 Tage lang. Dadurch, diese Geräte, die wir dann laden müssen, die müssen einfach ständig Signal haben. Und es ist logisch, dass ab und zu ein Gerät hat irgendwie einen Moment, dass dies keinen Fang gibt. Also du musst immer redundant arbeiten sozusagen. Genau. Und, damit, und das ist auch, warum hier diese gibt 4 oder sogar 6 Outputs. Und auch für meinen Rechner, weil dann ab und zu am Abend, wenn ich dann in den Wagen komme, dann muss ich gucken, Wetter anschauen. Ja. Das heißt, Strategie dass ich, für den nächsten genau, Tag. Genau, und das ist auch, warum dann gleichzeitig viele Sachen sind beim Laden. Und du brauchst richtig ein Gerät, das stark ist und das so viel Leistung hat, dass du 5, 6 Sachen auf einmal machst. Interessant, daran hätte ich gar nicht gedacht, aber klar, das ist super wichtig. Und du hast gefragt wegen Auto, nicht? So, wir haben ein paar Mods gemacht, weil klar, das Auto ist zwar die kurze Version, dass es einfacher fährt,
So, ich habe diese Gummis da gelassen, so ich hänge meine Sachen, weil oft regnet oder oft ist verschwitzt oder so. So Handschuhe, Jacken und dies und das. Wir haben einfach ein bisschen mehr so seitlicher Stauraum gemacht. Mhm. Sonst hier unten lassen wir die Schirme und jetzt ist ein bisschen freier, weil kommt noch ein Supporter. Wir würden dann zu dritt sein. Ihr seid zu dritt in dem Auto? Ja, zu dritt schlafen und zu dritt eigentlich alles. Mhm. Nur ich bin selten im Auto. Ich komme so gegen 9 und dann sonst bis 4 oder 5 schlafen wir oder halt schlafen vielleicht ab 10:30 bis 4 oder so ungefähr. Bis 4 Uhr? Ja, weil das ist die, wir haben 6,5 Stunden, dass wir nicht, in dieser Stunde, wir dürfen nicht bewegen. Das heißt, dass in dieser Stunde müssen wir an einem Ort sein. Ich muss nicht unbedingt schlafen, aber ich würde dann versuchen, wenn man halt 40 Kilometer pro Tag geht und weitere 200 fliegt. Aber was cool ist, dass oben gibt ein richtig feines Doppelbett. Das, glaube ich, hast du erfahren. Da warst du schon beim Pennen. Mhm. Und hier unten ist auch quasi ein Doppelbett. Mhm. So, dadurch wurde ich extrem müde, obwohl oben, ich glaube, ist besser zum Schlafen, glaube ich. Ich bleibe hier unten, weil dass man nicht viel klettern muss. Weil nach so viel Aufwand ist es schwer, im Bett reinzukommen. Ja, verstehe. Also, weil du hast gerade so nett gesagt, wenn man 40 Kilometer geht und 200 Kilometer fliegt, also 200 am Tag, 10 Tage lang, 200 Kilometer fliegen ist für mich schon der absolute Wahnsinn. Also, wenn ich sowas einmal in meiner Karriere schaffe, bin ich schon glücklich und happy. Und 40 Kilometer gehen, die gehen ja nicht, die Jungs, die laufen ja und das auch nicht einfach nur einen schönen Weg entlang, sondern über Stock und Stein, bergauf und bergab. Das ist ja brutal. Ist meistens berg nach oben, gell? Das ist einfach hiken. So, wir versuchen richtig minimalisieren, dass wir im Flachland gehen, am Asphalt, an die Straße. Es ab und zu gibt keine andere Möglichkeit. Aber wenn man richtig viel die Straße macht, das ist einfach für deinen Körper schädlich. Es ist hart. So, deswegen ist ab und zu besser, auch wenn die Wetterlage nicht so gut ist. Es gibt verschiedene Taktiken, aber eine von diesen Taktiken ist, dass man geht, man denkt, es ist nicht gut zum Fliegen ist und man geht im Tal an die Straße, weil die Straßen sind oft ziemlich gerade. Und ich wähle die Taktik, dass ich gehe berghoch, weil ich glaube, dass obwohl die Vorhersage schlecht ist, ich würde sowieso runtergleiten können und bin ich nicht unbedingt schneller, als der an die Straße ist, aber es ist weniger schädlich für meinen Körper. Das heißt, auf Dauer, diese 10 Tage lang. Und es ist auch cooler, wenn du im Wald bist, dann gehst du ein bisschen oben, unten. Mhm. Einfach für deine Fußgelenke ist auch viel besser. Spannend. So, ja, muss man die Strategie gut wählen. So, hier unten schlafe ich und ich versuche halt, jetzt habe ich mein Auto, das böste Auto, seit fast einem Monat. So, ich gewöhne mich, das ist auch ganz wichtig, und dass optimiert. Man ruhig schlafen kann. Mhm. Und wir können auch von die andere Seite gucken. Klar. Stehe ich im Camper vom Auto, das ist ja Wahnsinn, hätte ich mir nie erträumen lassen. Hey, und das ist wirklich ein kleiner Camper, das ist, wissen wir jetzt ja warum. Also das bauen die fürs Gelände einfach, damit die da überall hin und her können. Und hier sind drei Leute jetzt drinnen, die zwei Supporter und dann eben noch der Andrew, der als Athlet, der darauf angewiesen ist, hier, dass alles schnell funktioniert. Und ihr habt das ja wirklich, ihr nutzt ja jeden Winkel hier, das ist ja Wahnsinn. Dusche ist Storage quasi? Ja, ich musste leider diese Tür rausnehmen, weil, ja, dass man rein und rauskommen kann. Yeah. Hier unten lagen wir die Töpfe und Kleidung nicht eigentlich, aber die, wie sagt man es, Essen. Mhm. Weil ich habe versucht, so einen Ort finden, wo es einfach frisch immer ist. So da tiefer, da besser. Okay, verstehe. Und deswegen, die Dusche ist eigentlich optimal. Es wäre schön, wenn wir die Dusche hätten, aber wir haben keine Zeit zum Duschen, leider. Mhm. So, wir springen in einen See Wasser, oder in Wasser rein, aber sonst brauchen wir das. Und hier ist quasi, was cool ist, dass hier hat man die Lage, die Sachen trocknen. Ja. Es ist eigentlich eine Küche, die doppelt so groß ist, dann das hier. Und ist eigentlich alles so gemacht, dass man alle die Sachen in die Nähe hat. So, wie du jetzt siehst, wir haben auch diese kleine.
Eigentlich für den Wettbewerb, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, ich würde diese kleine nicht mitnehmen. Ich glaube, die Größe, die hat genug Leistung. Jetzt bin ich gleich beim Laden, so das ist eigentlich was Fluggerät, ist denn das alles? Batterie, die beim Fliegen auch den Gerät oder mein Handy ladet. Dann haben wir das diese Satellite Messenger und ja, eigentlich jetzt ist es ein bisschen weniger, weil wir sind nicht in den Wettkampf Modus, Modus noch nicht. In 4 Tagen ist es soweit. Ja, in 4 Tagen ist es dann volle Vollgas. Wo ist die Backform? Ich gucke jetzt, ob ich die finde. Ich weiß nicht, warum die nicht hier sind. Was hast gestern du hier? Gestern haben wir hier Penne Bolognese gibt's. Ja, das ist eigentlich gut. Wir kochen, ich koche mit meinen Supporter immer was, nicht? Aber das so ein Essen, wenn wir wenig Zeit haben, ist gebaut, dass es ultra leicht ist, wenn man zum Beispiel am Wasser, Wasser runter oder ein Fluss, wie sagt man das auf Deutsch, ein Fluss runterfährt. Canyoning macht oder alle Extremsportarten. Ich meine, es gibt Athleten, die essen das in die Himalayen, wenn die einfach 8000 machen. Das ist machen. Mega leicht, gell? Und das ist unglaublich leicht. Das ist ein Viertel eigentlich von was das dann Essen danach wiegt. Und schmeckt sowas? Es schmeckt. Du musst es probieren. Du musst es unbedingt probieren. Okay. Gut, wenn ich Zeit habe, ich koche gerne das, was ich gerne esse. Nicht? Weil ich bin gewohnt und ich bin ja seit Jungheit, ich bin einfach gerne in die Küche. Aber es ist unglaublich, wie effizient und wie es schmeckt und gibt eine unglaublich riesige Menge von verschiedenen von diesen Menüs. Und was ich auch ziemlich cool finde, das ist ein Großteil ist eine traditionelle tschechische Küche. Aber echt? Das ist auch ähnlich wie in Bayern, nicht? Ich meine, du kommst nämlich Sauerkraut, ursprünglich aus Tschechien, ne? Ja, genau. Ich komme aus Tschechien. So, aber kommt das auch aus Tschechien? Das kommt aus Tschechien. Du, das ist in die Bergen. In die, ist der in Typ die, da? Weil ich habe das Auto der, gesehen. Das ist der Manager, weil er eigentlich macht einen Sponsor für den Bewerb. So alle die Teams, die kriegen eine Box von Dassi und die auch die Filmcrews und alle die Leute, die Organisation, die mitmachen, die haben keine Zeit auch so. Ja, klar. Die haben das im Auto, boom. Gibt 2 Versionen. Eine ist einfach leicht und einfach dehydriert, oder ich sag mal es auf Deutsch. Und gibt eine andere Version, die einfach schon ready schon to eat Wasser ist. Drin, du kannst, das ist einfach sterilized food. Aber so ist natürlich leichter. Und es ist ja dann auch ewig haltbar, oder? Das ist ja für den Camper optimal. Ja, und du musst es auch nicht kühlen, oder? Weil du hast jetzt hier Eier. Ja. Aber die Eier müssen nicht im Kühlschrank sein. Na, das ist Scrambled Eggs. Trocknen. Das ist, ich glaube, mit so einer speziellen Methode. Das ist geil, weil wenn das der Typ ist, der hat ein unfassbar geiles Auto. Da schauen wir nachher auch nochmal. Ja, interessant. Okay. Für dich ist viel zum Filmen. Ja, für mich ist Wahnsinn. Ist wahnsinnig geil, gell? Das ist das Auto, von dem ich euch erzählt habe. Das ist ein Chevrolet Express. Und der ist schon wirklich beeindruckend und der fällt hier auch auf. Und deswegen ist es mir auch aufgefallen, als André gerade über das Essen gesprochen hat, denn hier steht es auch drauf, Real Food for Your Adventure. Und genauso sieht das Auto schon aus. Und jetzt muss ich mal gucken, ob wir da mal ein bisschen reingucken dürfen, weil die Karre ist wirklich geil. Ja, und dann hat sich der Plan geändert, leider für euch, Gott sei Dank für mich, denn ich wurde dann kurzerhand auch noch zum Essen eingeladen, deswegen hatten wir gar keine Zeit, noch in das Auto reinzugucken, aber allein das Essen war auch spannend, guck mal. So, this is from the camper van, man, the camper bread. Andi, ganz ehrlich, das hast du gemacht? Genau, und das ist eigentlich der zweite Brot von meinem Supporter. Ja, das so, ich echt? Zeige ihm, wie man Brot backt und das ist sein zweites Brot. Und er hat mega gemacht. Quasi. Das sind die goldene Hirse mit Butter und mit Brennnessel eigentlich. Mit Brennnessel? Schau. Ja, Essen ist wichtig für dich, ne? Brennnessel ist ganz, ganz lecker und viel Eisen. Und schmeckt extrem lecker, wenn man es einfach so kocht. Es ist wie in meiner Zeiten nicht, aber früher haben die Brennnesselspinat gemacht. Also das habe ich ja wirklich noch nicht gedacht, gell? Aber jetzt sitze ich da mit den ganzen X-Alps-Piloten und esse goldene Hirse mit Brennnessel. Habe ich jetzt echt noch geschenkt bekommen. Wie ist das? Ehrlich? Geld, oder? Ich sage euch, jetzt fliege ich auch 200 Kilometer pro Tag und laufe 40 Kilometer rauf und runter. Nein, ganz ehrlich, schmeckt. Also ich habe es mir
nicht gut vorgestellt, aber schmeckt nicht schlecht. Es ist eine Beilage, ne? Eine Beilage. Genau, es ist jetzt nichts, um Frauen beim Date zu begeistern wahrscheinlich. Kann man sich von der Frau an. Hängt von der Frau an. Und bei einem wirklich richtig guten Essen durfte ich dann den Menschen André und all seine Umgebung einfach besser kennenlernen, war vertieft in Gesprächen, plötzlich hielt neben uns der neue Amarok, den ich auch noch nie in Wirklichkeit gesehen hatte. Und dann haben wir uns noch gemeinsam die Piloten angeschaut, die noch peu à peu zurückkamen von ihren ganzen Tests mit den neuen Schirmen, mit denen sie sich dann in den Wettkampf aufmachten. Und zu guter Letzt hatte ich dann noch die Chance, mit Fabrizio in das Fahrzeug zu gehen und das Sauerteigbrot für den nächsten Tag vorzubereiten. Echter Sauerteig. Die Jungs haben wirklich echten Sauerteig hier in dem Auto. Das ist der 540 Ducato und die Jungs backen Brot. Es ist geil. Oh mein Gott! Hier in der tricky part. Look, we have already the temperature. 22 degrees. Ja, also ihr seht, die Jungs überlassen nichts dem Zufall. Die Temperatur des Wassers ist deswegen so wichtig, weil der Sauerteig, die Kultur des Sauerteigs natürlich nicht kaputt gehen darf. Sie teilen also immer wieder den Sauerteig auf, bereiten das neue Brot vor, dass der Teig schon mal gehen kann. Und die bisherige bestehende Kultur muss natürlich auch am Leben gehalten werden und dafür muss das Wasser die richtige Temperatur haben. Jetzt geht es aber um den neuen Teig, der wird jetzt zubereitet und zwar dieses Mal nicht mit Wasser, sondern mit Bier. Und wie schon zuvor beim Sauerteig kommt es jetzt auch für den Brotteig darauf an, dass man das richtige Verhältnis zwischen Wasser und Mehl wählt. Das hat Fabrizio schon im Gefühl, weil er auch schon als Koch gearbeitet hat. Zur Sicherheit, weil es jetzt erst sein drittes Brot wird, misst er nochmal nach auf der Waage. Ansonsten ist der Brotteig damit auch schon wieder fertig. Er wird jetzt über Nacht stehen gelassen, damit er schön gehen kann und am nächsten Tag wird er dann gebacken. Ja, und die Arbeit hat mich dann am nächsten Morgen sofort wieder abberufen, aber das ist auch völlig in Ordnung so. Allein, dass ich die Nacht noch spontan dort stehen bleiben konnte, habe ich meinem Camper zu verdanken und das ist ziemlich geil gewesen, diese Menschen kennenzulernen. Nachdem ich den Backvorgang selber nicht mehr mitbekommen habe, haben die Jungs mir kurzerhand einfach nochmal ein kurzes Video geschickt, damit ihr euch auch ein Bild von machen könnt, wie das Ganze funktioniert. Let's have a look at this beauty. It's finished. And we're gonna take it out and have a look at it. This is the pan. Und ich habe es mir jetzt aber nicht nehmen lassen, am Renntag wiederzukommen. So, und jetzt bin ich in Kitzbühel wieder zurück, denn ich war gerade bei der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen, habe ein paar Kilometer gerade zu schrauben. Wir sind jetzt, wie gesagt, in Kitzbühel. Warum denn hier findet jetzt der Start statt? Und zwar mitten in der Stadt hier hinter mir. Seht es, da laufen die wirklich los und dann geht's ab hoch auf den Hahnenkamp, auf den Berg hoch. Da laufen die. Ich fahre in der Zwischenzeit mit der Gondel hoch und schaue mir dann die Starts an. Die Sonne ist heute nicht so richtig cool rausgekommen. Das heißt, es wird gar nicht so viel Therme geben. Und das bedeutet wiederum, dass es heute schon strategisch sehr spannend wird, wie sich die einzelnen Athleten so entscheiden. Ich gucke mich jetzt um, ob ich noch den einen oder anderen sehe hier am Parkplatz und hier bei diesem ganzen Gewusel. Und wir sehen uns spätestens wieder, wenn sie hier gleich alle losstarten. So, schaut mal, jetzt ist gerade der absolute Star eingetroffen, der Schilling Mauer. Der hat bisher alles abgeräumt. Und da schauen wir, dass wir zumindest noch ein Foto abgreifen können. Und wie ihr sehen könnt, hat das alles geklappt. Er war richtig entspannt, als er zum Start gegangen ist. Und ich habe mir in der Zwischenzeit nochmal das Auto angeschaut von André. Und es ist tatsächlich dasselbe, das ich damals getestet habe. Das ist allein schon witzig. Aber es hat eine große Veränderung, und zwar den Heckträger für das Fahrrad. Und den wollte ich mir nochmal genauer anschauen. Wenn euch das auch interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann würde ich mir so ein Ding nochmal ausleihen, denn ich glaube, das kommt wirklich von der Hümer-Gruppe und scheint ja auch wieder sehr spannend zu sein. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal gemeinsam den Start an. Und damit startet für 32 Athletinnen und Athleten ein aufregendes Abenteuer. Und während diese zu Fuß den Berg hochlaufen, fahre ich mit der Gondel den Hahnenkamm hoch. Und ganz ehrlich, es war so ein Andrang, dass die Athleten schneller oben auf dem Berg zu Fuß waren als ich mit der Gondel. Dennoch habe ich ein paar Starts gesehen und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das müsste Kari Wilalter gewesen sein. Und das ist André Prohaska. André, liebe Kitzbühel. Auf geht's, André! Yeah!
Über mir machen sich jetzt die Athleten auf dem Weg und ich mache das jetzt auch. Also zwar nicht über den Weg, sondern ich fahre jetzt wieder ganz gechillt die Gondelrunde oder laufe vielleicht sogar runter. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Euch lasse ich jetzt in Ruhe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen anderes Thema auf dem Kanal zu sehen. Auf der anderen Seite fand ich es super spannend, mir einfach mal die Bedürfnisse von solchen Business-Campern anzusehen, die diese Leute an ihre Camper haben. Und wenn euch sowas interessiert, dass ihr sagt, wow, so ein bisschen Hobbys und Camping, das würde uns mal interessieren, macht dann mal ein bisschen mehr. Ich würde mir das sehr, sehr gerne vornehmen, weil ich glaube, mir wird Spaß machen. Deswegen schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schaut gerne auf die Red Bull X Alps Webseite, da seht ihr das Live-Tracking und könnt ihr alle live verfolgen, wo sie sich gerade befinden und wie das Rennen entsprechend ausgeht. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auf euren ganzen Touren. Lasst sehr gerne ein Like da, ihr wisst, wie es ist. Und kommt gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal, euer Markus. Danke fürs Zuschauen. Ciao.